Bei einem Treffen von Eritreern im niederländischen Den Haag ist es am Abend zu schweren Ausschreitungen gekommen. Es flogen Steine, Polizei auf Polizeiautos, ein Bus und weitere Personenwagen wurden von den Randalierern in Brand gesetzt und das Veranstaltungsgebäude schwer beschädigt, hat die Polizei gemeldet. Die Bereitschaftspolizei ging mit Tränengas gegen die Gewalttäter vor. Bei solchen Treffen stoßen immer wieder Unterstützer und Gegner der diktatorischen Regierung von Eritrea aufeinander, was zu Gewalt und Auseinandersetzungen führt. Was der konkrete Auslöser dieser in Den Haag war, das wurde auch zunächst nicht bekannt.